Tag Leute, willkommen zu unserem heutigen Let's Play, das irgendwie in dieser nächsten Stunde zweigeteilt ist. Wir fangen nämlich heute an mit einem Rennspiel, welches auf Steam zu haben ist, auch nur eine Handvoll Euro kostet, irgendwie 2,50 oder so. Und das lautet Outdrive. Outdrive ist so ein bisschen eine Mischung aus Outrun und dem Film Drive. Das heißt, trashigster 80er-Charme mit geiler 80er-Mucke und dem Outrun-Prinzip. Aber wir müssen nicht ein Mädel beeindrucken diesmal. Nein! Unser Mädel wurde angeschossen und liegt jetzt blutend auf dem Nachbarsitz. Und wir müssen sie sonst wohin fahren. Keine Ahnung, in die Wüste zum Vergraben oder in ein Krankenhaus oder was man halt mit blutenden Mädchen so macht. Binden kaufen. Darf er das? Gut, deswegen würde ich sagen, gucken wir uns dieses Spiel mal an. Ich gucke, wie weit ich komme. Man muss sagen, die Steuerung ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich würde es gerne mit dem Controller zocken, aber das will er nicht. Er gibt zwar Gas, aber den Boost, den man braucht, um voranzukommen, den nimmt er nicht. Also so richtig angepasst ist er es nicht. Es kann aber auch am Controller liegen. Wer weiß. Deswegen spielen wir es mit der Tastatur und Rennspiele auf der Tastatur spielen. Bin ich ja nicht so geübt drin. Also verzeiht mir grobe Schnitzer. Jetzt geht es los mit Outdrive. Ich starte mal eine neue Runde. Deswegen werde ich jetzt auch hier so einen komischen Klammergriff machen, wo ich die Shift-Taste, die der Boost ist, die ich auch nicht auf die andere Shift-Taste legen kann, weil der Entwickler sagt sich, okay, du willst es umlegen? Nee, das muss schon da liegen. Oh Gott, und man wedelt jetzt hier immer von Seite zu Seite, weil er sich nicht mehr gerade stellt. Das ist immer so eine Sache, da bräuchte man eine gewisse Toleranz. Da unten ist unsere Boost-Anzeige, wenn die drüber geht, dann ist Käse. Am besten immer im blauen Bereich bleiben. Und für Kurven können wir driften, also Spielprinzip wie bei Outrun. Und es sind random generierte Strecken, glaube ich, oder man fängt immer einen anderen Teil der Strecke an. Und man fährt dem Sonnenuntergang entgegen. So, habe ich nicht gesehen, war schon super kacke. Oh Mann, starten wir das von vorne. Ich spiele es mal mit einer Hand, vielleicht ist es besser. Nur dann kriege ich irgendwann einen Krampf in der linken Hand. Naja, ich muss die Maus eh nur mit rechts bedienen, also alles gut. So, ah. So früh in den Drift gegangen. Aber ich mag die Mucke und ich mag den Style. Dieses total over-the-top, low-poly-Umgebung. Ach super, jetzt, da kann ich nichts dafür. Das stockt kurz das Spiel. Aber schön Neonfarben. Ich finde die Optik halt ganz geil. Nur das Spiel ist so ein bisschen, was ich bis jetzt gesehen habe, Style over Substance. Und ich darf nicht die ganze Zeit... Alter, dass ich da immer hängen bleibe. Das Spiel setzt kurz aus und dann bleibe ich hängen. Sieht geiler aus, als es sich spielt, leider. Was ich sehr schade fände, weil ich hatte sehr viel Lust auf dieses Spiel, als ich das gesehen habe. Komm schon. So, treffe ich diese Rampe. Diese Rampen, die machen mich immer kaputt. Da scheitere ich jedes Mal. Oh, ich sollte vielleicht mal vom Boost runtergehen. Irgendwann kommt auch mal Verkehr. Also das wird auch immer schwerer. Oben sieht man, wie weit man es geschafft hat. Na, wo muss ich hin? Links muss ich hin. Ach, komm schon. Kurve. Ach, komm schon. Und die Musik ist halt geil. I like it a lot. Ach, come on. Aber man kommt rein. Man muss sich halt an die Steuerung gewöhnen und wie sich das Fahrzeug steuert. Und dann klappt das schon. Ich spiele zurzeit sowieso sehr gerne so Highscore-Sachen. Ah, das sind alles nur Rampen, das ist schön.
Da gibt es einige schöne Sachen auf Steam, die auch nicht teuer sind, aber lange motivieren können. Jetzt fahren wir mal hier längs. Ich habe so das Gefühl, ich fahre immer im Kreis. So kommen wir aber nicht voran. Wir müssen doch irgendwo hinfahren. Das Mädel, das fällt uns hier vom Leben ab und wir haben nichts Besseres zu tun, als einfach nur immer aus der Stadt raus und wieder reinzufahren. Oder ist es schon eine neue Stadt, die alle den gleichen Designer hatten? Oh nein! Ah, oh, come on! Fahr zurück! Gib Gas! Oh. So, aber wir sind noch in the game. 3 Minuten haben wir geschafft. Also hier, es ist halt ein sehr spezielles Spiel. Da muss man echt ein bisschen mit warm werden. Auf Konsole wird das deutlich besser funktionieren. Uah, jetzt fahre ich hier wieder ordentlich gegen die Bande. Das mit dem Boost habe ich nicht so ganz gerafft, weil hier wäre so ein Burnout-Spielprinzip vielleicht passender, wenn man sagt, okay, du musst Boost sammeln über Drift und hast dann auch eine Strecke, wo du driften kannst, anstatt den einfach auskühlen zu lassen. Ich mache mal hier wieder diesen Affengriff. Das ist einfach nicht cool. Wieso tariert sich das nicht von vorne aus? Das ist halt das, was mich an der Tastatur immer so ein bisschen stört. Die Abstufungen sind nicht so geil. Oh, ich sollte ein bisschen langsamer machen. Because she's suffering, sagt mir das Spiel dann. Aber hier so Palmen und so ist zwar alles nur Copy and Paste und so, aber ich finde es halt cool. Und wir müssen nicht, wir müssen wieder ein bisschen Gas. Und mittlerweile raffe ich das auch mit den Rampen. Wir kommen ganz gut voran. Ich bedenke, am Anfang, als ich gestartet habe, bin ich 10 Sekunden gekommen. Man groovt sich da so ein bisschen ein. Oh shit. Ah. Alter. Gutes Partyspiel. Ah, Bande. Ich komm da nicht weg. Na danke. Wieder auch die Musik langsamer wird. Alter, wie es einflasht. Wow! Shit, und ich bin wieder zu schnell. Mein Multitasking ist heute noch nicht voll ausgeschöpft. Ja, ich würde sagen, neuer Rekord habe ich aber schon erreicht. Hier die Rampe. Irgendwann ist alles so sehr intuitiv. Ja, doch, ich gebe ja schon wieder ein bisschen Gas. Ah, ein bisschen Gegenlenk. Ah, verdammt. Ja, mehr ist halt nicht in dem Spiel, ne? Ist halt so ein typischer Outrun-Klon. Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal eine ordentliche Controller-Unterstützung. Weil damit wäre es deutlich einfacher, das zu handeln, das Auto. Aber wenn es dann noch ein bisschen anspruchsvoller ist, weil in Outrun hatte man ja immer so eine Zeit, die man durchhalten musste und mit jedem Abschnitt weiter, das hat man hier nicht. Man muss darf einfach nur nicht total kacke fahren. Die Straße ist ja Amerika-typisch auch ziemlich breit. Amerika-typisch ziemlich breit. Mama, Papa, Ball. Ja, das war's. Ich würde sagen, ich habe dieses Spiel besiegt.
Wahrscheinlich hört irgendwann einfach das Level auf. Keiner hat gedacht, dass er so weit kommt. Nein! Kaum sagt das, schon macht er Mist. Ah! Halte durch! Halte durch, Holde Maid! Das Ross musste sich nur mal kurz die Beine vertreten. So. Kein Problem. So, wir haben auch keinen Soundtrack mehr. Mehr Lieder hat dieses Spiel nicht. Oder was? Was ist da los? Ach so. Es ist halt kacke, Shift und dann noch die Leertaste zu drücken. Und ganz stabil läuft es leider auch nicht. Wow, Helikopter. Okay. What's going on? Wow, 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 okay. Das ist jetzt natürlich dann nochmal eine neue Stufe drauf. Leute, ich nehme alles zurück. Mehr kommt da nicht. Alter, wieso bleibe ich da immer so hängen? Ich meine, das mit den Wänden kriege ich mittlerweile gut hin. Okay, nach 8 Minuten dreht dieses Spiel auf. Wow. Wow. Okay, ich hätte gern irgendeinen Indikator, wo die Teile einschlagen. Wenigstens eine Sekunde vorher. Okay, die ersten 5 Minuten sind nur, damit man sich eingroovt in die Steuerung, habe ich so das Gefühl. Okay, Heli ist besiegt oder hat keinen Sprit mehr, ha? Huh? Alter, diese Tunnel machen mich voll fertig. Alter, das Auto schlägt aus von selbst. So, gehen wir wieder Vollgas. Rampe. Okay, wird schon anspruchsvoller, aber es wird sehr langsam anspruchsvoller. Wow, 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 wow. Ah, und jetzt Vollgas. Ich habe so das Gefühl, die Streckenabschnitte wiederholen sich. Ja, komm schon. Oh nein. Kennt ihr das, wenn man voll drin ist? Und dann irgendein dummer Fehler und man verhagelt sich dann und kriegt nichts mehr gerade auf die Schippe. So ging es mir gerade. Ah, ich wohl auch runterfallen kann. Ich finde, man sollte sowieso viel mehr Rennspiele. Es gibt zu wenig Rennspiele zurzeit, wo sich auch wirklich lohnen würde, sich anzugucken. Wenn es jetzt nicht Need for Speed ist, was sich super steuert, was aber inhaltlich so viel falsch macht, leider. Also ich mag die alle neuen Need for Speed Teile. Ich habe Most Wanted gespielt, Rivals und halt das ganz neue, was wieder nur Need for Speed hat. Das sind Spiele, die steuern sich super gut, sehen geil aus, auch wenn sie manchmal ein bisschen tricksen. Aber dann haben sie so Features drin, wo man sich denkt, oder wo ich mir denke, das Spiel, ihr wollt einfach nicht, dass ich euer Spiel cool finde. Ihr macht alles richtig von der Gameplay-Seite und dann haut ihr Online-Zwang rein, obwohl man das Spiel noch nicht immer online zocken kann. Das klebe ich dann wieder an der Wand. Oder was ist denn noch so eine Sache? Genau, Ladezeiten. Wenn ich mich zurücksetzen will, beispielsweise, da starte ich ein Rennen, krieg eine Ladezeit, alles klar. Dann verkacke ich es im Rennen, sag Rennen neu starten. Und anstatt dass er das Rennen gleich neu startet, was macht er? Er setzt mich wieder davor, also eine Ladezeit natürlich danach, und setzt mich dann davor.
Alter, ich war zu schnell, oder? 12 Minuten, okay, und es geht gleich weiter. Und dann muss ich das Rennen wieder... Okay, Gas geben. Er braucht immer ein bisschen. Ist ein älteres Auto. Die war noch nicht so zuverlässig wie heute. Oh, fuck. Leertaste vergessen. Und... Was wollte ich jetzt sagen? Gedanken kurz ordnen. Genau. Setzt mich vor das Rennen, dass ich das wieder annehmen muss. Anstatt mich gleich neu starten zu lassen. Dann kriege ich wieder diese Ladezeit, bevor ich dann wieder ins Rennen starten kann. Warum? Das habt ihr doch sonst besser hingekriegt. Was ist da los? Und dass du halt auch in einem Rennspiel, wo du Zeitrennen fährst, random andere Leute hast, die dir reinfahren können. Und also so viel zufällig. Ach komm schon. Jetzt raff ich's gerade nicht. Was ist da denn los? Okay, das Spiel lässt einen aber auch nicht zur Ruhe kommen. Wie man halt... Wie die Steuerung halt auch nicht ordentlich abgreift. Man muss W nochmal antippen. Aber ich sehe schon, wenn ich zu viel Quatsch, verquatsche ich mich und spiele scheiße. Weil ich dann nicht auf die Anzeige achte. Aber ich würde sagen, diese 12 Minuten, die ich durchgehalten habe, sind schon ganz ordentlich. Wobei ich auch keinen Referenzwert jetzt gerade habe. Rampe! Oh, das war knapp. Knapper, als mir lieb war. Schauen wir mal, ob ich... Ist auch gar nicht mehr so lange bis zur Werbung, sehe ich gerade. Aber super geile Musik. Oh. Ah, verdammt. Halte durch. So. Das Spiel hat auch ein bisschen was von diesem Race the Sun. So mit immer der Sonne im Hintergrund. Okay, haben wir es jetzt? Darf ich weiter? Danke. Dass man immer der Sonne nachjagt. Ah, jetzt fahren wir gerade. Habe ich das denn geschafft? Fuck. Okay. Low Speed. Aber man muss auch sagen, die Frau ist ein ganz schöner Adrenalin-Junkie. Kann das sein? Dass das das Einzige ist, was sie am Leben hält? So. Ach, okay. Machen wir hier Schluss. Ein kurzes abschließendes Wort zu diesem Spiel. Ich mag die Mucke, ich mag den Style, aber es ist ein bisschen mehr Style als Unterbau in diesem Spiel. Es steuert sich halt echt unbequem, dass man das alles mit einer Hand machen muss und sich die Tasten nicht ordentlich belegen lassen. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen nachgebessert und dass auch eine Controller-Unterstützung eine vernünftige ist. Ja, ansonsten ein bisschen knackiger vom Schwierigkeitsgrad, weil bis jetzt ist der größte Feind die Steuerung, wie ich finde. Ansonsten kann man das, wie ihr seht, wenn man sich da ein bisschen eingegroovt hat, minutenlang fahren. Ah, ist vielleicht für heutige Standards nicht genug. Aber wir machen jetzt erstmal eine kurze Werbeunterbrechung und danach geht es weiter mit mir, mit Heavy Bullets. Ähnliches Farbspektrum, anderes Gameplay. Und was das ist, sehen wir nach der Werbung. Also seid gespannt und bleibt dran.